Die Börsenminute, Investments für die 20er Jahre. Das Säbelrasseln in der Ukraine geht auch an den Aktienmärkten nicht spurlos vorüber und auch nicht an den Rohstoffmärkten, zumal Russland einer der wichtigsten Palladiumlieferanten ist. Palladium braucht vor allem die Autoindustrie. Das Gute ist, die Vergangenheit zeigt, dass politische Börsen kurze Beine haben. Wenn es nur das wäre. Da gibt es derzeit mehrere Gründe für die Verstimmung an den Kapitalmärkten, weshalb allerorts erst einmal Gewinne ins Trockene gebracht werden. Da ist die US-Notenbank Fed, die wegen der doch überraschend hohen Inflationsraten bald den ersten Zinsschritt setzen wird. Da ist die noch nicht gelöste Lieferkettenproblematik und in Folge fehlende bzw. teure Vorprodukte, die derzeit speziell die Windturbinenbauer rotieren lässt. Sie werden noch eine ganze Weile unter Kostendruck stehen. Dem kann man sich als Anleger etwas entziehen, indem man nicht in die unter starkem Wettbewerb stehenden Endanbieter von Windkraftparks oder E-Automobile investiert, sondern in deren Zulieferanten. Das sind Hersteller von Halbleitern, Baumaschinenspezialisten, Hersteller von Windradmotoren oder auch die IT-Unternehmen, die entsprechende Software, Cloud-Lösungen für die Digitalisierung oder auch Automatisation und Robotik für die Infrastrukturbranche anbieten und viel Nachfrage bzw. unterschiedliche Abnehmer haben. Mein Tipp zu diesem Thema ist die Podcast-Folge der Geldmeisterin vom 6. September 2021 mit Serit Osmani, Leiter für langfristige europäische und globale Aktienstrategien bei Martine Curie, eine Tochter von Franklin Templeton, der in dieser Episode der Geldmeisterin seine Zuliefererstrategie beschreibt. Den direkten Link zur Folge findest du übrigens in den Shownotes. Und was machen wir, die schon in Endanbieter wie die dänischen Windradriesen Orsted investiert sind? Als Langfristanleger machen wir uns keine Sorgen. Die Rotation raus aus grüner Energie und der Kostendruck der Ausrüster ist weitgehend eingepreist. Das Wachstum im Offshore-Windparkgeschäft ist weiterhin ungebremst. Wenn wir einmal davon ausgehen, dass Atomenergie jetzt nicht weltweit zu viel Rückenwind bekommt. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.